So. Entdecken Sie, um welche Art von Geist sich handelt. Lassen Sie ein Teammitglied zu bringen Sie eine Geister zu einer Kerze. Finden Sie Beweise für über Ereignisse mit einem EMF-Reader. Okay. Aber hey, 10 Dollar sind 10 Dollar. Ja, für 10 Dollar kann man sich nur nichts kaufen, das Problem. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Karen Williams. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Ich bin eh so oder so allein. Also, sprengen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Ziehen Sie oft das Journal. Okay, gut, das ist immer dasselbe. Da ist der Eingang. Das ist nach vorne. Ey, das ist der. Ist das das, wo wir davor auch schon drin waren? Das muss hier die Garage doch sein, oder? Wo wir den Probelauf gehabt haben. Ja, ich meine, das ist da, wo wir einen Probelauf hatten. Okay. Fünf Minuten laufen. Aber es war halt nicht auf 10, oder? Ah oh ja, ja klar, so hoch. Sehr schön. Ja, Hey, ja, was ist das da? Okay, das ist der Raum da hinten. Alles klar. Alter Schwede. Ihr wollt's wieder alle verarschen. Singt die plötzlich neben mir? War die im Bild zu sehen? Hab ich schon gesagt, dass ich Horrorspiele hasse? Ding. So, oh, ich habe noch 3 Minuten. 2 Minuten noch. What the fuck? Okay, Okay, die ist jetzt auf 2 Minuten nicht aktiv. Den Raum gefunden. Jetzt muss ich nur schauen, was es ist. Okay, das kriegt man irgendwie hin. Wie lange habe ich noch? Eine Minute nur noch.
Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. So aus. Eine Minute noch. Wie alt bist du? Bist du hier? Antworte mir. Schreib ins Buch. Wie wär's, wir fahren einfach und übergeben das einfach wieder zurück und sagen, da lebt keiner? Alles gut? Nichts Böses im Haus? Doch, 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 doch. Das fällt doch denen gar nicht auf. Scheiße, jetzt geht's los. Alter Schwede. Es fällt doch niemand auf, wenn ich da jetzt einfach abhaue. Also, ich hab dann gerade unstehen. Nicht einfach abhauen. Wie funktioniert denn das, dass es erkennt, was man sagt? Gibt's dafür eine KI? Ja, anscheinend muss es über eine KI laufen. Man kann die Sprache einstellen und dann über die KI erkennt es dann, welcher Sprache man da spricht. Und dann reagiert jeder Geist oder was anders. Und jeder interagiert über die KI dann anders mit den Sachen, die man reinlegt, anscheinend. Wie das genau funktioniert, muss der Entwickler fragen. Der hat die KI installiert, programmiert, aber soweit ich weiß, müsste über eine KI funktionieren, ja. Es bringt mir trotzdem nichts. Trotzdem ist es ein Horrorspiel und ich hasse Horror. Und irgendwas ist da drinnen in dem Raum. Und es zeigt mir weder Orb noch sonst irgendwas. Aber es hat auf EMP reagiert, aber da ist auch nur. Ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Raum war oder ob es im Bad war. Und jetzt traut er sich nicht mehr rein. Ja, jetzt traue ich mich nicht mehr rein. Bin nicht mehr da. Hallo? Das Problem ist ja, die Dinger reagieren halt drauf, wenn ich rede. Und umso länger ich warte, umso schlimmer wird es anscheinend. Es war auf 4. Oh ja, dann habe ich es wahrscheinlich irgendwie eingestellt gehabt, damit Werbung an ist. Sorry, wenn Werbung an ist, ich habe diese Funktion noch nicht ganz kapiert.
dann ich jetzt irgendwie einstelle, mit Werbung kommt und dann angeblich jede Stunde, du kannst irgendwie einstellen, immer, oder ich habe es jetzt schon beide schon auseinandergestellt. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Muss ich mich mal noch damit befassen, wie das mit dieser Werbung genau funktioniert. Ich habe noch keinen Hinweis. Gar nichts. Wie ist meine Sanity? 69. Ich fühle mich eher 73. Toll, die wächst. Die geht da hoch. Ich fühle mich wie 0. Ist die Werbung eigentlich schon wieder rum? Stimmen im Off? Okay. Bist du hier? Schreibe ins Buch. Wie alt bist du? Ich hab einen Knochen. Der bringt mir doch gar nichts. Ja, das war's aber auch schon. Alter, was für ein Ding könnte es sein? Sie hat auf jeden Fall. Hatte ich Atem? Man sieht keinen Geist. Sie wirft Sachen um. Also das Bild draußen im Gang ist auf jeden Fall runtergeflogen. Also poltert sie auch wahrscheinlich irgendwie. Ich habe keine Fingerabdrücke gesehen. Sie schreibt nicht ins Buch. Sie antwortet nicht. Also. Kein Geisterort. Keine Geisterbox. Fingerabdrücke habe ich keine gesehen. Geisterbuch nicht. Was ist ein Oni? Wenn ich jetzt Ausschlussverfahren mache und alles ausschließe, was ich nicht habe. Und EMF war hoch, aber ich habe nicht gesehen, ob es auf 5 war. Es hat aber alles rot geleuchtet. Was ist eine Uni? Ein Uni. Unis sind verwandt des Dämons und besitzen unglaublich starke Gerüchten. Zufolge sind sie aktiv in der Nähe ihres Opfers. Sternen-Unis bewegen Objekte mit großen Geschwindigkeiten, sind aktiv, wenn Leute in der Nähe sind, Schwächen. Durch ihren hohen Aktivitätsgrad sind Unis leichter zu erkennen. Also, sie war meistens aktiv, also wo ich drin war, war sie schon immens aktiv. Ich habe jetzt kein Bild vom Uni. Ich sagte so Uni. Autos erfahren. Wahrscheinlich lag die jetzt so komplett falsch. Es war ein Phantom. Scheiße. Habe ich am Knochenbeweis, ich habe ein Foto gemacht, denn ich habe zur Aufgabe. Ja. Ah, ja.